Herr Kirchhäuschen, mit den Dieren Fried von unserem Herrn Jesus Christus. Ich will die Verse lesen in Johannes Kapitel 6, 38, der 43, wo dazu sein wird. Denn ich bin vom Himmel herniedergekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tage. Denn das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Da murrten die Juden darüber, dass er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, ist dieser nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie spricht er denn, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murret nicht untereinander. In den Vers 37 hat Jesus gesagt, da Gott seine Pläne zu der Radung verdeute, um die Jefiere auch durchgeführt wurden. Wie laut der Welle von den Fuder wir, wollte Herr Jesus persönlich der halbe diesen Wellen auch zu verwirklichen, weil er seine Abgabe wir den Welle von Gott zu tun. Ich sie vom Himmel raufgekommen, sieht Christus, und er lehrte mir deutlich, dass sein Leben nicht erst in der Krab von Bethlehem angefangen hat. Er existiert auch von der Ewigkeit her, wie er beim Vater im Himmel. Als er in diese Welt kam, wie er der gehorsame Sehen Gottes, er nahm freiwillig diese steht an als ein Deiner, um den Wellen von dem Vater zu tun. Dort bedient ihr nicht, dass er keinen eigenen Wellen gehört hat, sondern dass er seine eigene Welle vollkommen mit den Wellen von Gott übereinstimmt. Der Welle von den Fuder wird, dass jeder, der Christus gegeben worden wird, gerat worden können in Botte Auferstehung, für die Gerachten wird bewahrt blieben. Botte in dem Zeitpunkt, wo er wird abgehoben worden, in die himmlische Heimat abgenommen sein. Hier doch Jesus nicht bloß an der einzelnen Gläubigen, sondern an dem Leib, an den Körper, der über die Christen besteht, von allen Christen taub, der in den kommenden Jahrhunderten oder Jahrtausenden gerat worden wurden. Der Herr Jesus hat die Verantwortung darauf zu achten, dass jeder einzelne Glied von dem Körper dort nicht wird verloren gehen, sondern dass der ganze Körper am letzten Tag wird abgeweiht worden und das sind alle Gläubigen gemeint. Der Herr redet nun wieder, um zu erklären, wie ein Mensch zu der Familie von dieser Gerade dort kommen kann. Gottes Wille ist dort, dass jeder, der den Sehen seinen, der auch an einem Gläuf in euer Leben hat. Den Sehen seinen bedient hier nicht mit unseren irdischen Ehen dort zu seinen, sondern mit den Ehen von den Glauben am zu seinen. Man muss seinen oder erkennen, dass Jesus der Sehen Gottes in der Rade für diese Welt ist. Bitte dem muss man auch an einem Glauben. Dort bedient, dass der Mensch den Herrn Jesus durch einen Glaubensakt aus seinem persönlichen Heiland annehmen muss. Alle, die dort dönen, die kriegen euer Leben. Und sie wurden kurz ein Eigentum, in ein Wort der Teuer sichert, also von Christus aus, habe ich diese Sicherheit, dass wir dann am letzten Tag waren abstohlen worden, wenn Jesus wird, der Gläubigen abweichen, wo wir dabei sind. Die Menschen wären nicht reut, Jesus anzunehmen. Sie weisen dort, in dem, dass sie eben am Schlemmen deuten. Er behauptet, Braut zu sein, dass aus dem Himmel raufgekommen wir, oder es. Sie erkennen, dass hiermit eine Wiche steht, annehmen, dass wir vom Himmel kommen, muss Meier aus ein einfacher Mensch sein. Je Meier noch aus ein bedienender Prophet. Und du bist schlemmen sie eben arm, weil sie seine wir nicht glauben wollen. Sie nahmen an, dass Jesus der Sehen von Josef wir. Und hier werden sie über ganzem Arrechten. Jesus wird der Sehen von Maria geboren. Josef wird nicht der leibliche Vater. Ans Haar wird von dem Heiligen Jesus gezeugt worden. Ihre Verstocktheit und ihre Unglauben hat ihre Ursache daran, dass sie nicht an diese Jungfrauengeburt glauben wollen. So ist er auch noch von dir, wer sich wehrt, dem Herrn Jesus aus dem Sehen Gottes anzuerkennen, der durch den Leib von einer Jungfrau auf diese Welt kommt, der wird sich gezwungen, seine alle großen Wahrheiten über die Person und das Wort Jesu Christi zu verlehen. Er wollte nicht direkt mit ihm geredet haben, wisst ihr, es doch, was er gesagt hat. Und so befohl er ihm,
nicht ihnen den Onder zu schlemmen. Die folgenden Versen erklären, warum er schlemmen nutzlos wird. Je mehr die Juden das Zeugnis von dem Herrn Jesus auflehnen, umso unverständlicher werden sie für seine Lehre. Wer das Licht auflehnen wird, dem wird das bloß immer düsterer werden. Je mehr sie in ihrer Auflehnung bannen blieben deuten, desto schwieriger wird es für ihn, das Evangelium anzunehmen. Wenn der Herr ihnen einfache Sachen bezeugen deut und sie ihm nicht glauben wollen, dann würde das bloß für das schwierige Thema noch schwerer werden für ihn, um überhaupt eine Sache zu glauben. Und das ist auch eine Lehre für uns von dir, dass wir in vollem Glauben das Wort Gottes schenken sollen. Weil je nöder wir im Licht leben, umso dächer wird das Raum uns und umso klarer, wo wir die Heilige Schrift verstehen können. Und das braucht einmal, dass wir dem Herrn Jesus das volle Vertrauen schenken, dass wir im Arm glauben, dass heute Sehen Gottes von Ewigkeit her gewahrt ist und immer noch ist und dass er Gott selber ist. Und ich wünsche uns du an Gottes Segen, dass wir das Wort Gottes in vollen Gehorsam schenken. Weil wir noch das beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass wir das von dir im Glauben fordern dürfen, dass du der Sehen Gottes bist, dass du Gott selber bist. Help uns, dass wir das volle Vertrauen auch dein Wort dir in Eva schenken, damit wir ein Segen leben können und dass wir die Ehe bringen und verherrlichen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.